Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Turbo-Box von Karate Andy. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Karate Andy mit Turbo nach seinem Debüt-Release Pilsator Platin ist jetzt mit Turbo das erste Box-Release und dieses über Selfmade Records. Also Karate Andy war mir bisher nur bekannt über Rapper Mittwoch und wurde dann ja nach seinem Debütalbum von Selfmade Records unter Vertrag genommen. Und das ist jetzt das erste Release bei Selfmade und dieses auch gleich als Box. Also, wie wir schon gesehen haben, rundherum zieht sich diese, ja, für mich sieht es so ein bisschen nach Marmor oder nach Stein. Steintisch, Steintafel an, rundherum. Oben lesen wir Karate Andy Turbo und auf der Rückseite haben wir die Credits inklusive einem Barcode. Ansonsten hier nichts zu sehen und deshalb schauen wir auch gleich mal hinein, was sich in der Box befindet. Wir haben einmal ein T-Shirt, eine Live-DVD, Taxi-Tape, also Bonus-CD, einmal die Instrumentals, das Album Turbo an sich, ein Sticker, eine Umhängetasche und ein Poster. Die Box von innen schwarz und es ist so eine reguläre Klappbox. Alles klar, dann kommen wir als erstes, wie immer, zum Album. Wir sehen hier Karate Andy vor diversen Kakteen mit einem Pullover, so einer typischen Ralph Lauren Polokappe und dem Gesicht in den Händen. Karate Andy lesen wir hier oben noch. Und hier Turbo und Selfmade Records. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier 13 Tracks. Und wir haben Features von Nico KIZ, Maggie, John Borno und MC Bomber. Meine Favoriten auf dem Album sind Flatrate und Komi Bima. Das sind meine Favoriten des Albums. Schauen wir mal, wie das Ganze innen aussieht. Aha, sehr schick. Also, wir haben hier gerade Andy mit sehr exquisitem Schuhwerk. Also wir können das Ganze natürlich dann auch als Wendecover verwenden. Ach, wie ich das liebe. So. Cover kennen wir bereits. Was haben wir hier? Hier haben wir alle Tracks aufgelistet, inklusive der Infos über die Beteiligten. Turbo und hier gerade Andy, der mit einer Flasche Champagner telefoniert. Ja, sieht aus wie ein Tennisnetz. Schicke Maske. Fred Perry Shirt. Karate Andy. Ja, hier ein älterer Mercedes. Also sehr komische Aufnahmen, wenn ihr mich fragt, so in schwarz-weiß. Karate Andy vor einem Spielautomaten. Aber passt auf jeden Fall. Also so vom Design her ist das auf jeden Fall stimmig mit seiner verpeilten Art. Karate Andy. Und dann haben wir hier noch die Danksagung von Selfmade bzw. die Infos, wer das Ganze produziert hat und die Online-Auftritte von Karate Andy bzw. Selfmade Records. Wie gesagt, das hier könnte man als Wendecover verwenden. Karate Andy mit seinen schicken Söckchen und den schicken Schuhen. Ich werde es trotzdem bei diesem Cover belassen. Und wie machen mich diese Schuhe fertig. Dann haben wir hier die CD in hellgrau gehalten, schwarzer Turbo-Schriftzug. So
So sieht das Ganze aus und dahinter wieder diese schwarze Steinoptik, wie auch schon auf der Box. So, dann haben wir die Instrumentals zum Album. Ebenfalls wieder in dieser Optik, allerdings grau, Turbo Instrumentals. Und nicht, dass ihr denkt, die Kamera hat irgendwie Auflösungsfehler. Diese mehr oder weniger Regenbogenoptik oder diese Bild- und Farbfehler, die sind hier auf dem Cover aufgedruckt. Also man hat hier wirklich auf dieser Papphülle diese Regenbogenfarben hier integriert. Wir sehen hier 13 Tracks, sprich auf dem Album keine Lückenfüller, keine Skits. Wir haben wirklich 13 Beats zu 13 Tracks. Die Instrumental-CD, so sieht sie aus. Und das Ganze, wie bereits gesagt, in einer Papphülle. Dann haben wir ebenfalls in einer Papphülle das Taxi-Tape. Karate Andi lesen wir hier. Und hier haben wir noch 5 weitere Tracks. Also ist so eine Bonus-EP, sage ich mal. Und wir haben auf dieser ein Feature. Donetasi. Dantasi, keine Ahnung. Also habe ich noch nie gehört den Namen. Weiß ich leider jetzt auch nicht, wie man den Herren ausspricht. Sagt mir leider nichts. Und ebenfalls, wie auch schon das Cover, hier diese modernen Mobiltelefone. Also, Taxi Tape, eine Bonus-EP. Und dann haben wir diese DVD, Karate Andi Splash 2015 Live-DVD. Riesengroß hier, ein 16er FSK-Logo. Voraussichtlich wegen den Texten, keine Ahnung. Leider kein Sticker, sondern wirklich aufgedruckt. Bedeutet, wir können diesen nicht abmachen. Ja, hier hinten keine weiteren Infos, aber auch hier wieder diese Bild- und Auflösungsfehler eingearbeitet. So sieht das Ganze aus. Live-DVD. Diese ebenfalls in einer Papphülle. Dann haben wir einen Sticker im Querformat. Hier so in goldgelber Schrift, Turbo, so verwackelt, verschwommen. Relativ klein der Sticker. Dann haben wir zusätzlich noch diese Umhängetasche, Brusttasche. Also, wir haben hier die Möglichkeit, es ist hier verbunden. Ganz kurz auf. So. Also, wir haben natürlich hier die Möglichkeit, uns das Ganze umzuhängen und mit Hilfe dieses Teils hier das Ganze größentechnisch anzupassen. So sieht das Ganze aus. Schlichte Umhängetasche, Karate Andi Turbo lesen wir hier. Rückseite blank, leider kein Reißverschluss oder verstecktes Fach. Wir haben hier vorne einfach quer. Bitteschön. Und einmal ein Fach senkrecht. Leider keine Info darüber, was für Materialien oder wo das Ganze hergestellt wurde. Ich schreibe es mir gerade auf hier noch einen Zettel. Ja doch. Ist leider ganz schlecht zu sehen, dieser Zettel. Also wir sehen hier das Logo von Selfmade Records. Und auf der Rückseite Turbo und die Waschhinweise. Okay. Dann haben wir noch ein Poster. Wir haben hier auf der einen Seite das Mofa von Karate Andi. Unten Turbo und oben Karate Andi aufgedruckt. Und auf der Rückseite des Posters, ebenfalls im Querformat, haben wir eine Karte von Berlin. Ja, was die Bierflaschen bedeuten, ist die Frage. Eventuell sind das einfach Orte, an denen Karate Andi gerne Bier trinkt oder irgendwelche Stammkneipen, Stammlokale. Und dann haben wir auch noch Dosen. Also eventuell, nachdem das hier zum Beispiel ein Bahnhof ist, kann man hier wohl gut sprühen gehen. Alles klar. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box ein T-Shirt.
in Schwarz. So, Karate Andy Turbo, groß auf der Brust. Ansonsten das T-Shirt glatt schwarz. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben hier ein Gildan Softstyle Größe L, made in Bangladesch, 100% Baumwolle. Und das Ganze ist hergestellt, also made in Bangladesch. Ja. Gut, wir schauen uns das gleich nochmal im Detail an, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier auf der Brust groß den Schriftzug Turbo rechteckig eingerahmt und darüber Karate Andy. Das Ganze sehr klassisch in Schwarz und Weiß gehalten. Und auch wenn die meisten in Schwarz und Weiß gemacht sind vom Design her, weil es einfach so die klassische Kombination ist, aber ich muss ehrlich sagen, gerade hier mit der Schrift, mit diesem, ja, mit diesem Verwackelten, mit diesem Verschwommenen, das hat schon was und kann man auf jeden Fall gut anziehen, meiner Meinung nach. Und zum Abschluss fassen wir noch zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt, Größe L. Dann dieses doppelseitige Poster im Querformat. Diese Umhängetasche. Dieser Sticker, Turbo-Sticker. Die DVD Splash 2015 Live Karate Andy. Das Taxi-Tape. Die Instrumentals und das Album Turbo an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box Turbo von Karate Andy. Mich würde natürlich interessieren, was eure Meinung zu dem Album bzw. zu der Box ist. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Karate Andy unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.